Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Planet Zoo. Ich möchte mir mit euch heute gemeinsam wieder 4 neue Tiere für das Spiel angucken. Einige Mods davon sind älter, andere sind relativ neu. Ich möchte aber versuchen, dieses Format jetzt regelmäßig zu bringen, einfach auch um die Modding-Szene von Planet Zoo so ein bisschen voranzubringen und vielleicht auch den ein oder anderen von euch zu motivieren, sich auch mal am Modden zu versuchen und auch mal eine Mod für Planet Zoo zu erstellen. Davon haben wir immerhin alle was. Also das ist so ein bisschen der Hintergedanke dahinter. Diese Mod, die ich euch jetzt als erstes zeige, die ist wieder in diesem wunderschönen Gehege. Das ist eine sehr, sehr neue Mod. Also relativ aktuell. Das ist nämlich ein Schäfchen. Ich sag euch gleich genau, was für ein Schaf es ist. Das ist das Suffolk-Schaf. Schwarzer Kopf, schwarze Füßchen, weißer bzw. beiger Körper. So eine Mischung dazwischen. Sehr, sehr hübsch. Da steht es gerade perfekt. Wir pausieren mal kurz und dann blende ich mal eben ein Originalfoto für euch ein. Also das kommt schon sehr nah an das Original ran. Finde ich cool. Hübsches Tierchen. So Farmtiere und sowas haben wir sowieso nicht so viele. Deswegen finde ich das immer echt praktisch, wenn wir solche bekommen durch Mods. Kommt übrigens für das Dallschaf ins Spiel. Macht ja auch Sinn. Und putzt sich hier ganz süß. Da schlafen sie alle. Der schläft sogar im Fressen drin. Der schläft im hohen Gras. Oben sind auch noch ein paar. Oh, ist das toll. Schläft sogar hier im Hintergrund auf dem Felsen. Im Weiten können wir auch mal gucken. So sieht das aus. Schöne Schäfchen. Hübsche, hübsche Tierchen. Und als nächstes haben wir ein Tier, was meines Erachtens nach im Dschungel lebt. Deswegen habe ich hier ein Dschungelgehege gemacht. Schauen wir uns hier gleich mal an. Das ist nämlich ein riesiges, für mich Meerschweinchen. Nämlich die Kapibara. Der Kapibara wahrscheinlich. Für mich ist es ein großes Meerschweinchen. Ich glaube, das sind diese Wasserschweinchen aus Green Hell, oder? Bin mir aber unsicher. Ich blende jetzt aber mal ein Originalfoto für euch ein. Dann könnt ihr das auch mal abgleichen. Und ich finde, das kommt schon relativ nah an das Original ran. Allerdings finde ich die Mod an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so sauber gearbeitet. Zum Beispiel hier der Körper oder die Beine. Und ich bin mir auch ein bisschen unsicher, was die Größe angeht. Weil die kommen für die Rentiere ins Spiel. Ich weiß nicht, ob die nicht zu groß sind. Das sind zwar riesige Meerschweinchen quasi, aber schwer einzuschätzen. Trotzdem ein sehr tolles Tier. Das könnte ich mir auch im Original noch sehr gut im Planet Zoo vorstellen. Laufen sieht auch ein bisschen weird aus. Und noch eine Sache, die nicht so cool ist, wenn man rauszoomt, dann kriegt das wieder ein Geweih. Und die Körperform ändert sich immens. Und auch hier hat das so ein paar Bugs dann. Das sind die, wie soll ich das erzählen oder erklären? Es ist halt so bei Mods oder bei Sachen, die man erstellt, dass man so ein Level of Detail hat. Das heißt, wenn man weiter rauszoomt, wird dieses Objekt zum Beispiel nicht mehr so. Oder hat nicht mehr so viele Details, damit die FPS nicht so leiden. Und das wurde hier nicht richtig eingestellt. Deswegen kriegt er auf einmal wieder Hörner. Das ist ganz, ganz weird. Muss man halt nochmal überarbeiten. Aber das Tier an sich finde ich ziemlich cool. Nur die Umsetzung ist halt noch nicht so zu 100%ig. Also es wäre schön, wenn da nochmal ein bisschen in Arbeit investiert wird. Weil an sich ist das echt ein cooles Tier, was man bei Planet Zoo sehr, sehr gut gebrauchen kann. Aber ist halt, ja, doof, ne? Wenn man von hier guckt, auf einmal da so ein Geweih. Also das zerstört dann halt schon die Immersion. Na, lassen wir sie mal in Ruhe schlafen und gehen mal zum nächsten Tier. Und schon geht's ab zur nächsten Mod. Und da haben wir. Ja, was ist denn das eigentlich? Büffel? Bison? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heißt das Tier Takine. Auf Deutsch, glaube ich. Takin auf Englisch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Sieht aber ziemlich cool aus. So ein bisschen. Eine Mischung aus Bison und Kaffernbüffel, finde ich. Ist auch echt hübsch umgesetzt. Also das Model sieht super aus, das Fell sieht super aus. Die Hörner, das Gesicht. Die Farbvariationen sind auch richtig cool. Wenn ihr mal schaut, der hier ist um einiges heller. Steht hier auch gerade so perfekt. Können wir mal ein Originalbild eben einblenden. Das kommt schon sehr nah dran ans Original. Allerdings unterscheiden die sich auch in echt sehr, sehr stark von den Fellfarben und von der Felllänge und sowas. Also da gibt es wahrscheinlich einige verschiedene Unterarten. Gehe ich von aus. Kenne mich da auch nicht aus. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr Infos über die Tiere habt.
Halt echt immer interessant. Finde das aber echt cool. Also das Model ist echt richtig hübsch. Sieht wirklich alles super sauber und sorgfältig gearbeitet aus. Die Bewegungen sehen gut aus. Die Farbvariationen sind klasse. Das Einzige, was mir gerade ein bisschen negativ aufgefallen ist, wenn man rauszoomt. Sah zumindest gerade so aus, dass die Hörner da so ein bisschen rumglitschen, aber ja, scheint jetzt gerade nicht der Fall zu sein. Hier seht ihr wieder das mit Level of Detail. Seht ihr das? Das Horn ändert sich auch wieder leicht, aber das geht noch. Das ist nicht ganz so dramatisch. Oh, ein hübsches Tier. Das könnte ich mir auch so perfekt im Planet so vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, wo das genau gelebt hat. Ich habe viele Fotos gesehen, wo da auch so ein bisschen Schnee und sowas liegt. Oh, sehr toll. Den schauen wir uns auch nochmal an hier. Der ist nämlich viel, viel grauer als der andere. Oh, jetzt legt er sich schlafen. Ne, nur hinhocken. Okay. Oder schläft er jetzt? Ich weiß nicht. Wir stören ihn auf jeden Fall nicht weiter und gehen dann zum nächsten Tier über. Und als letztes Tier für heute, ihr könnt schon in der Entfernung sehen und hören, nämlich ist das die Holstein-Kuh. Eine Kuh habe ich so auch noch nicht gesehen in Planet Zoo. Die ist doch hübsch, oder? Tolles Fell und tolle Flecken. Flecken sind leider immer gleich. Es wäre noch cool, wenn das variieren würde, aber man hat immer hier den Punkt und diesen Fleck. Dann könnt ihr das ganz gut sehen. Aber sieht trotzdem sehr cool aus. Und auch die Geräusche passen richtig gut. Und die Bewegung auch. Weil der Kaffernbüffel macht halt sehr ähnliche Geräusche und Bewegungen. Oh, ist das hübsch. Können ja mal eben ein Vergleichsfoto auch noch einblenden. Ich pausiere mal ganz schnell. So, dann seht ihr die. Ja, so ist relativ gut. Und dann blende ich mal ein Foto für euch ein. Es kommt auf jeden Fall schon sehr, sehr nah ans Original ran. Kann man nicht anders sagen. Bin ich sehr zufrieden mit. Einzige, was hier noch ein bisschen fehlt, ist der Euter. Der ist halt sehr unausgeprägt. Könnte ruhig noch ein bisschen mehr sein. Also, dass hier auch wirklich solche... Wie nennen sich denn diese Dinger? Zitzen? Sind das Zitzen bei Kühen? Ich weiß es nicht. Dass da halt wirklich die Dinger, wo auch Milch rauskommt, dann ein bisschen ausgeprägter werden, weil die sieht man leider gar nicht. Das wäre noch ganz schön. Aber ansonsten ist das schon schön, ne? Für so ein Farmtiere. Die Geräuschkulisse ist auch richtig gut. Die ganze Zeit dieses Gemur. Kann man dann auch gut kombinieren mit den Schafen, die ich euch vorhin gezeigt habe. Da hinten kommt sogar noch eine besondere Kuh rein. Das ist nämlich die Albino-Variante davon. Oh, ich wollte nicht pausieren, ich wollte so machen. Genau, wenn ihr diese Kuh als Albino holt, dann habt ihr so eine braune Kuh und das ist die, oder das Jersey-Rind. Da blende ich jetzt auch mal ein Originalfoto ein. Finde ich eine coole Idee, dass man dann da nochmal eine Farbvariation eingebaut hat, wenn man halt ein Albino hat. Sehe ich gerade auch zum ersten Mal, die wurden nämlich gerade erst angeliefert. War auch sehr schön, ne? Das ist schon cool, wenn man vom Weiten hier guckt. Richtiges Bauernhof-Feeling. Ich finde solche Farmtiere auch echt schön. Echt schade, dass wir so wenige haben. Wir haben ja auch keine Schweine oder sonst was für andere Tiere noch. Würde ich mir noch sehr wünschen für das Spiel. Eine sehr, sehr tolle Mod. Auch wenn man rauszoomt, das funktioniert alles super. Und sieht auch super aus. Die Geräuschkulisse ist klasse. Das sind halt, wie gesagt, nur so ein paar Feinheiten, die man noch verbessern könnte. Aber ansonsten wirklich eine tolle Mod. Und mit diesem schönen Bild werde ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Alle Mods, die ich euch heute gezeigt habe, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.